Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft at Grand Skies Hardcore Quest. So, wir haben aufgehört, also beim letzten Part aufgehört, mit Yuki weiterzubauen. Das will ich jetzt auch nicht gleich weiter verstreichen lassen und weitermachen. Währenddessen ich gemütlich warte, dass die Monster im Spawnraum sich so weit vergnügen, dass da mal ein Enderman auftaucht und sagt, hey, Buddy, yeah. Und genau darauf warte ich, dieser Moment der Unachtsamkeit, in dem er auftaucht und seine Perlen nicht... Nein, 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 ich glaube, ich werde das nicht weiter ausführen. Ist, glaube ich, gesünder. Ja, nee, es kommen wirklich keine, es sind immer nur so Zombies und so weiter. Normalerweise müssten da welche spawnen. Aber ich erwähnte bereits, dass das mir allgemein schon ein wenig seltsam vorkommt. So, ich ziehe mir jetzt den Apfelsaft noch mit rein. So. Und setze mich auch gleich mal hin. Und mache hier mal ein paar Leitern. Weil die werden jetzt dann ja bald benötigt. Wo setzen wir die jetzt erst einmal hin? Ich muss jetzt sowieso überlegen, wie ich das jetzt Ganze so gestalte. Irgendwie schaut das auf der Map irgendwie komisch aus. Also klar, weil das... Es ist nicht perfekt rund, aber... Round enough. Okay, das... Ein Baum muss ein wenig unsymmetrisch ausgucken, sonst ist es kein Baum. Es ist ein natürliches Konstrukt. So, ich werde dort einen Crafting-Computer hinsetzen. Hier werde ich einen Tank hinsetzen. Hier werde ich auch einen Tank hinsetzen. Das in der Mitte wird ein Reaktor höchstwahrscheinlich, der relativ hoch gehen wird. Und noch weiter mit der Turbine. Also ihr merkt schon, da habe ich einiges vor mit euch. Und daher ist der beste Platz hier. So. So, dann mache ich hier auch mal gleich weiter. Wie viel Stumpen habe ich noch? Oh, das reicht noch. Das reicht noch für ein paar Zentimeter. So, ich muss ja auch überlegen, ab welcher Höhe ich die ersten Abspaltung mache. Weil normalerweise fängt ja bei einem Baum, sag ich jetzt mal, die erste Verästelung relativ spät an. Und ob ich das, wie ich diesen Baum auch im Allgemeinen formen will, will ich den jetzt so eher so, ja, relativ hoch und dann die ganzen Äste hoch und noch höher. Oder wollen wir das eher so halten, dass das eher so, wie beschreibe ich das am schönsten, dass es eher so eine Art Busch ist. Also der so allgemein relativ breit gefächert ist, weil theoretisch würde ich sagen, die jetzige Höhe mal 6. Das wäre ein gutes Verhältnis für einen echten Baum. Aber... Ihr seht, es braucht schon mehr als ein Stack, um nur das so zwei, drei Dinge Schichten drumherum zu machen. Es wäre viel Arbeit. Allerdings mit der Automatisierung ginge das. Aber, ja. Das ist etwas, wo ich mir auch noch so überlegen muss, das direkt einzubauen. Vor allem, es würde nach einer Zeit auch eine ziemliche Lauferei. Wenn ich jetzt mal so vorstelle, dass wenn ich dann hier so die ganze Zeit hin und her rennen muss und dann den Baum weiter auszumachen, ich glaube, so eine Buschart wäre vielleicht nicht ganz so schlecht. Wir könnten hier einfach machen. Ich mache das Ganze unten auch nochmal so lang. Das heißt also, ich müsste das hier nicht mal 6 hoch machen, sondern vielleicht nur mal 3. So dass der Baum... Dass wir hier auf einer Plattform in der Mitte des Baumes stehen. Dass das bereits eine gewisse Höhe hat. Das wäre natürlich für uns design- und arbeitstechnisch sehr einfach. Und etwas, was das Ganze noch etwas unterstützen würde, ist, da wir später sowieso Baumöglichkeiten bekommen, um zu fliegen. Und daher, dass sowieso, was nach unten gebaut wird, sowieso relativ wurscht ist. Theoretisch könnte ich jetzt schon fast damit anfangen. Daher, wäre das doch eigentlich ziemlich genial. Vor allem, wenn wir diese ganze sowieso hier da... ihr müsst sehen, das, was wir hier haben, wird irgendwie kurz oder lang abgerissen. Das ist klar, das ist sicher. Darum habe ich mich am Anfang eher auch ein bisschen so gesträubt, da groß auszuarbeiten. Aber mal, ich habe mir dann gedacht,
scheißt der Hund drauf. Ich brauche ja mindestens für diesen Spawn-Teil da einen gewissen Abstand. Daher kann ich auch mal ein bisschen was bauen. Und daher habe ich das Ganze auch etwas rudimentärer gehalten. Und werde jetzt schon bald die ersten Sachen hier drin einpflanzen. Das Problem ist, dieses ganze Lava-Zeug, das war schon immer geplant, dass das außen ist. Weil hier darf das nicht sein, wegen Holz und so, ne? Brandschutzgefährdung und so weiter. Brandschutzgefährdung. Egal. Ich will jetzt darüber nicht weiter nachdenken. Ja, und jetzt muss ich mich halt schon entscheiden, was ich hier reinsetze. Die Schmiede, also die Schmelze, können wir effektiv schon hier reinschmelzen. Ja, da hat wieder gerade der Baumcutter zugeschlagen. Die FPS gingen wieder in den Keller. Ich muss mir wirklich überlegen, wie ich das jetzt am besten gestalte mit der Aufnahme. Ich werde auch mal das Aufnahmeprogramm wechseln, um zu checken, wie das läuft. Aber egal, das ist technisches Palaver. Für euch eher irrelevant. Irrelevant. Ja, wo war ich stehen geblieben? Nein! Verdammt! Ah! Shit! Jetzt habe ich vor lauter technisches Gebrabbel vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Ja, warum sagt mir keiner von euch was? Warum schweigt ihr euch denn eurem Monitor so an? Ich brauche doch Hilfe, helft mir doch! Naja, egal. So, jetzt werde ich hier mal ein paar Fackeln draufsetzen, damit hier nix spawnt während unserer Abwesenheit. So, hier kommen noch ein paar Leitern dran. Es muss ja alles geführt werden. Es braucht Leiter. So, dann kruschen wir mal gemütlich hier runter. Ah, genau, ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Die Schmelze, genau, da waren wir. Da ist schon wieder so voll und noch Core Enderman. Gut, Enderman spawnen allgemeiner weniger mager, aber so mager. Top. Fand ich jetzt ein wenig komisch. Moment. Warum ist das Schwert ganz? Hat es Auto-Repair? Oh. Sehe ich jetzt hier gar nicht. Broken? Ach, es ist broken. Soll jetzt weniger das Problem sein. Ha? Das ist seltsam. Normalerweise sehe ich doch immer unten irgendwie angezeigt, wie in welchem Zustand das ist. Komisch. Strange. Sharpness? Ben of Atrophobis? Ich dachte schon, es hat einen Auto-Repair-Modifikator, aber gut. Aber es ist schon heftig, es ist fast schon so gut wie ein Diamantschwert. Im Standard Vanilla. Ah, ich sehe jetzt wieder den Balken. Sehr schön. So. Und schon fängt das frohlockend das Klimpern an. Sehr schön. Sweet, und ich brauche jetzt unbedingt wieder was zwischen die Kauleiste. Erst auf Zeiten des Killen, das macht so derartig hungrig. Moment, wo habe ich? Hier habe ich. Karottensaft. Das Schöne am Monsterjagen ist ja die Tatsache, dass wir dadurch Bones bekommen, mit denen wir Bone Meal generieren können, mit denen wir unsere Karotten hier etwas pushen können. Und wir somit unsere Nahrungsversorgung auch gleich sichern. Das heißt also, So, damit können wir unsere Nahrungsversorgung sichern. Habe ich das sonst nicht auch hier rein? Ne, hier habe ich rein. Ich habe ein Chaos in meiner Fabrikation. Das ist nicht gut. Und der nächste Kopf, das sammelt sich ja mittlerweile an. Dover Sharpness Modifier. Also ich glaube, Uki... Ja, ich glaube, so nochmal dasselbe drauf. Und dann können wir eigentlich schon mit dem Ästeln anfangen. Können wir schon die ersten Plattformen anfangen. Wird ein bisschen teuer. Allerdings, ja... Scheint gut zu gehen. Gut, wir haben ein Ziel. Wir haben ein Ziel und wenig Zeit. Jetzt brauche ich Wooden Slabs, weil ich sehe gerade, dass ich doch meine Nahrungsversorgung etwas sicherer gestalten möchte, so einen kleinen Vorrat auf Vorrat zu haben. Weil das Warten auf die Monster Jerkies ist mir nicht ganz so sicher. Und daher möchte ich das Ganze in etwas größerem Stil produzieren.
Nicht verschlucken, Curry. Nicht verschlucken. Ah, so. Jo. Dann mal hinpappen. Dann sorgt schon mal Uki für unsere Nahrungsversorgung. Das restliche Monsterfleisch hauen wir hier dazu. So. And now. Kiss. Nee. Der generiert Energie gemütlich vor sich hin. Der speichert Unmengen noch davon. So. Genau. Wir könnten ja mal hier hinten, das habe ich nämlich schon überprüft, hier was rausnehmen. Dann hier mal auf 4 verteilen. Hier jeweils 2 hinsetzen. Dann haben wir wieder Greenstone. Ich möchte immer welches auf Vorrat haben. Deshalb, für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich das tue. Vor allem, wir werden es ja hier auf so einer Plattform häufiger benötigen. Und vor allem, ich finde auch diese Steine schöner. So. Dann könnte ich jetzt eigentlich, theoretisch, schon mit dem Tanks anfangen. Könnte ich. Und das werde ich auch. Ich werde mit den Tanks anfangen. Darum nehme ich jetzt einfach mal diese Tanks hier. Die zwei hier. Und kipp die volle Latte in die Smeltery rein, um wieder so das schon letztlich gezeigte Form von Obsidianproduktionen also Obsidian zu erzeugen. Da, wo haben wir es? Da sind's. So. Und hier muss raus. Und einen Leather. Wie spricht man Hebel im Englischen richtig aus? Das wäre jetzt doch etwas gut zu wissen. So. Raus damit. Hau weg das Zeug. Oh, hier Haufen Saplings. Wie schaut's da drin eigentlich aus? Wie viele Saplings haben wir eigentlich schon? Sehr schön. Das kompostieren wir auch gleich. So. Weil ich sehe, dass wir den nächsten paar bisschen mehr Erde benötigen werden. Darum arbeite ich jetzt schon mal ein bisschen vor. So. Wunderschön. Ja, ein Fassel geht noch. Wir haben ja jetzt mittlerweile Eimer. Das sollte jetzt also weniger das Problem sein. Das Problem hatten wir ja schon mal besprochen, warum ich gerne immer etwas Wasser in Fässern haben wollen würde. So. Wieder ein Apple Juice. Das baue ich jetzt wieder ab. Nehme zur Hand das, worüber ich gerade sprach, und mache es voll mit Wasser. Aus den Gründen, die ich vorher erläuterte. Oh Mensch, das wird jetzt wieder so eine ganze Füllaktion. So kann man Parts auch füllen. In Unmengen. Ich würde zu gerne einen Accus Accumulator bauen, um das Ganze etwas zu automatisieren. Das Problem ist aber nur, dass ich das schon ansprach, dass wir Enderperlen dazu benötigen, um 3. So. Das müsste sein. Dass wir Enderperlen dazu benötigen, um es wirklich automatisieren zu können. Und das haben wir leider nicht. So. Rein damit. Ich will Obsidian. Und? Faszinierend. Wo ist das ganze Wasser hin? Es hat ein bisschen was Skurriles, wenn ihr mich fragt. Vor allem, wo kommen die ganzen Buckets Wasser her, Ding Lava her? Nach meinen Entsinns war 16 plus 16 nicht 27. Seltsam. Stimmt, was ich ja gesagt habe? Ja, tatsächlich stimmt. Das heißt, wir brauchen mehr Wasser. Nö. Was es aber auch heißen könnte, ist, dass ich vorher erstmal ganz zurück ablassen sollte, weil der Tank mir doch ein bisschen voll aussieht.
könnte es auch heißen. Dann machen wir das auch mal gleich. Nee, das ist das Falsche. Das Teil brauchen wir. Und das Beseng. So, dann wählen wir mal das Obsidian aus. Das lassen wir mal volllaufen. Und platzieren die Tanks auch mal gleich dorthin. Holen hier das Obsidian raus. So, hinsortieren. Nee, fehlgeschlagen. Verdammt, Finding Disk Error. Nah. Okay, ich will Obsidian. Und dazu brauche ich mehr Platz in der Smeltery. Dazu muss unnötiges Zeug raus. Wie zum Beispiel viel Aluminium. Das kann ich jetzt aber schlecht machen, weil das Baseng da steht. Dann mache ich das hier ein bisschen voller. Für den Zeitpunkt, dass das Ding fertig sein wird mit Auffüllen, was es jetzt ist, dann... Na? Okay, ist seltsam. Also das scheint hier sowieso allgemein im Winger seltsam zu sein, mit der ganzen Art und Weise, wie das hier organisiert ist, zumindest in das Meld... Nein! Oh. Sehr schön. Unglück abgewendet, war nur ein bisschen Überschwemmung. So. Dann wieder hier etwas voller machen. Ich nehme an, dass das tatsächlich irgendwie mit der Platzgeschichte in der Smeltery ist. Dass ich da ein bisschen überfordert habe, das System. Und darum werde ich jetzt erstmal nur einen dranhängen. Und mal gucken, wie es jetzt dann aussieht. So. Dann der Lever drunter. Angeschalten. Und Christian Hammer, darf ich bitten? Ja, das sieht gut aus. Und 16 plus 16 ist für mich 32. Das ist es schon eher. So, das scheint zu funktionieren. Dann werde ich das jetzt hier auch mal gleich ablassen, um wieder Platz zu schaffen im System. Platziere ich das schon mal gleich dahin. So, dann kommt das dahin. Nein. Aus. Das Baseng. Das Baseng. So. Ich könnte jetzt eigentlich theoretisch noch so einen zweiten Ausgang hier daneben hinsetzen, was auch demnächst der Fall sein wird. Allerdings jetzt noch nicht. So. Ja, schnurr mir noch ins Ohr, mein Freund. Ah, das Turkey ist fertig. Jerky. Monster Jerky. Gucken wir mal, wie viel es macht. Ein halbes Herz. Eine halbe Haxe. Naja, das ist relativ, aber es versichert uns, dass wir nicht verhungern. Na gut, dann hängen wir auch gleich wieder was auf. Das ist vor allem eine Konstruktion, die man relativ früh machen kann. Und die daher relativ sicher ist. Also sicher für alle Beteiligten, wie man so schön sagt. Dann mache ich hier auch wieder das Ding ein, damit schon wieder auf Vorrat produziert werden kann. Dann werden die hier auch eigentlich abgelassen. So. Können die weitermachen. So, noch mehr Obsidian. Warum ich so viel Obsidian benötige? Weil ich diese Tanks hier bauen möchte. Die Tanks möchte ich, wie besprochen, da hinten drin einbauen. Und darum brauchen wir jetzt etwas Obsidian. Wobei, das kann ich aber automatisieren. Halt! Stop Hammer Time. Das da. Und zwar brauche ich das nicht ganz so machen. Gucken mal nach, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Vorstelle! Und? Yep! Sehr schön! Okay, dann heißt es folgendes. Hier muss der hier hin. Das hier muss so. Das muss so. Dann kommt das hier weg. Und den Lever. Oh, wo ist der Lever? Ach genau, da hinten, den haben wir jetzt da verbraten. Habe ich noch einen anderen auf Lager? Habe ich noch einen anderen auf Lager? Lager nicht? Dann muss ich halt einen neuen bauen. Schade.
Dann. Ja, ich habe schon wieder kein Kabel. Das ist da uns hier. Himmel, hey. So. 64 Kuppelstone. Muss ein Kobel gewesen sein. So. Passt, dann füllt der mir hier alles rein. Ja gut, das wird jetzt. Gut, das wird jetzt hier erst einmal da in die. Das Großteil des Obsidian befindet sich jetzt hier im Rohr. Daher sieht das alles etwas. Sieht das alles ein bisschen Dingenskirchen aus, ein bisschen abenteuerlich, wenn ich da reingucke. Aber Wasser werde ich da noch neid tanken müssen. Das kommt dann hier hin. Das schließe ich jetzt erstmal ab. So. Und dann, wenn der dann so weit ist, muss ich mir jetzt überlegen, was genau ich tue. Wie viel Glas brauche ich noch? Genau, Glas. Dazu brauchen wir wieder Sand. Ach, Mensch, ich muss doch noch ein bisschen was hämmern. Verdammt. Okay, dann mache ich mich mal gemütlich daran, hier hinten zu hämmern. Währenddessen können da hinten Monster spawnen, wie sie feucht fröhlich sind. Und ich produziere hier mal ein bisschen Gravel. Gravel Dioreal, ne? Mit dem extra Peeling. Mit extra viel Ackerkies. Gut, ich sehe auch gerade, dass wir die 21-Minuten-Marke geschreddert haben. Das heißt für mich effektiv, dass ich jetzt hier gleich einen Cut machen werde. Kathmandu, ne? Und dann werden wir das Ganze im nächsten Part etwas weiterführen. 24 Gravel ist in Ordnung. So, dann platziere ich den noch weiter hinten, weil das offensichtlich mit der Range nicht reicht. So. So, noch weiter. Da geht noch was. So. Und hier in Yuki verabschiede ich mich für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch Part 20 dieser schönen Hardcore-Quest gefallen. Wir sehen uns im nächsten in 21. Hoffe ich zumindest. Fette Gott.